Herzlich willkommen zurück. Bitte, Businda möchte mit ihrer Trauer allein sein, wenn ihr sie entschuldigen würdet. Ich habe eingewilligt, dem Verschwinden eurer Tochter nachzugehen. Das habt ihr? Oh, vielen, vielen Dank. Ihr kennt die Einzelheiten, ja? Lahimi hat schwarzes Fell und blaue Augen. Ein mageres Ding, so zerbrechlich. Sie war sehr kränklich als Jakajit und hat sich nie erholt. Warum meint ihr, dass der Orden des Neuen Mondes sie sich geholt hat? Lahimi hat von ihnen gesprochen. Sie sagte, diese ist euch doch nur eine Last. Bei ihnen kann sie sich nützlich machen. Businda flehte sie an, nicht zu ihnen zu gehen. Aber Lahimi brach schon gleich am nächsten Morgen auf. Wisst ihr, wo sie hingegangen sein könnte? Hat sie vielleicht mit jemandem gesprochen? Kazan könnte mehr wissen. Er ist ein Grobian, aber Lahimi liebt ihn. Sie hätte sich zumindest von ihm verabschiedet. Doch er weigert sich, mit Businda zu sprechen. Er sitzt den ganzen Tag in der Taverne und besäuft sich. Ich mache mich auf den Weg zur Taverne und frage nach, was Kazan weiß. Falls ihr Lahimi findet, überzeugt sie bitte davon, nach Hause zu kommen. Wir machen uns alle Sorgen um sie. Was könnt ihr mir über den Orden des Neuen Mondes erzählen? Nur Gerüchte. Diese hat gehört, dass sie den Verzweifelten nachstellen. Den Hungrigen. Der Kult verspricht ihnen weiche Betten und warme Mahlzeiten. Für viele braucht es gar nicht mehr. Doch diese denkt, dass Lahimi sich ihnen angeschlossen hat, weil sie nach einem Sinn in ihrem Dasein sucht. Sie erachtete sich selbst als Bürde. Lahimi hat sich dem Kult angeschlossen, um euch nicht mehr zur Last zu fallen? Lahimi war krank und schwächlich. Wir lieben sie trotzdem. Doch sie hatte das Gefühl, dass sie diesem Orden des Neuen Mondes von Nutzen sein könnte. Inwiefern von Nutzen, fragt sich diese. Sie könnte verletzt sein. Oder sie ist schon. Bitte, ihr müsst sie finden, bevor es zu spät ist. Machen wir, sofern sie noch lebt. Übrigens eine kleine Anmerkung, warum kann man solche Haare eigentlich nicht selber für Khajiit machen? Das ist gemein. Ich habe die Haare zwar, also die Frisur, aber ich kann sie nicht auf Khajiit anwenden. So, jetzt will ich aber, bevor ich hier rauslaufe, weil ich jetzt schon so oft hier im Palast gewesen bin, endlich mal dieses eine Buch hier mitnehmen. Eine Rede hat mir den Mann gestohlen. Oha. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ja, wie immer, einfach pausieren und dann habt ihr auch die Zeit dazu. So, dann, Moment, halt, stopp, sprecht mit, da sind wir jetzt gerade dran vorbeigelaufen. Warum hast du nichts gesagt, als ich weggelaufen bin hier? Mir gefällt überhaupt nicht, wie sich das alles anhört. Je mehr die Drachen verwüsten, desto verzweifelter werden die Leute. Und dann stürzt sich der Kult auf sie, um ihnen Schutz und einen Sinn in ihrem Dasein zu versprechen. Dieser Kreislauf endet nie. Wir müssen uns darauf konzentrieren, Lahimi zu finden. Ihr habt recht, ihr habt recht. Ich hasse es nur, Senshal so leiden zu sehen. Kazan scheint unsere bisher beste Spur zu sein. Businda sagte, er trinkt gerne einen in der Taverne, oder? Dorthin sollten wir als nächstes. Einverstanden. Gehen wir in die Taverne und sprechen wir mit Kazan. So, dann dürfen wir jetzt wieder zurück. Ich hab's echt nicht gesehen eben. Ich weiß auch nicht, warum. Taverne, Taverne. Die ist da hinten. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt dahin? Moment, hier ist der Durchbruch. Ich kann es kaum glauben. Sai Sahan formiert die Drachengarde neu. Darf er das überhaupt? Warum sollte er das nicht so dürfen? Hallo, wir reden hier von Sai Sahan. Der darf alles. So. Reiche errichtet auf dem Sand. Frieden wärmt das frohe Land. Ein Herz, das hell im Dunkel scheint. Wo sind wir denn hier? Finde Kazan tiefer. Achso, nicht oben. Hier geht's runter.
Ich glaube noch tiefer, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, da ist er. Aelia, Wanderin, komm zu uns! Wir wollten gerade noch eine Runde bestellen. Ich hätte wissen sollen, dass wir ihn hier finden. Warum sind die denn jetzt hier? 1000 Ringe er euch stiehlt, den Narren er für euch spielt. Sagt, ihr liebt ihn, sagt, ihr liebt ihn. Hey, Wanderin, seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Wir suchen nach Lahini, sie ist verschwunden. Diese räudige Dirne, von der habe ich noch nie gehört. Ihr hattet keine Beziehung mit ihr? Hört mal, ich bin nicht in der Stimmung, um über Lahini zu sprechen. Also warum verschwindet ihr nicht einfach? Vielleicht kann meine Freundin euch vom Gegenteil überzeugen. Ich denke mal, er meint die Katze. Wir versuchen, Lahini zu finden, um ihr zu helfen. Wenn sie euch irgendetwas bedeutet, werdet ihr uns helfen. Gut, sie mag mir das Herz gebrochen haben, aber ich will nicht, dass sie etwas zustößt. Lahini kam mit einem Moschushintern in dunklen Roben hierher. Sie flehte mich an, mich etwas anzuschließen, was sie den Orden des neuen Mondes nannte. Ich lehnte ab und sie sind beide verschwunden. Wisst ihr, wo sie hin sind? Ich und meine Kumpel wollten ihr folgen, aber im Dunkeln haben wir sie aus den Augen verloren. Und ich war zugegebenermaßen etwas betrunken. Es ist schwierig, jemanden zu verfolgen, wenn man ein paar Krüge im Bauch hat. Aber Ramsa, der kann ordentlich was wegstecken. Er könnte wissen, wo sie hin sind. Alles klar. Ich suche nach Ramsa und frage ihn, woran er sich erinnert. Ramsa, ihr seid dem Cis in dieser schwarzen Robe zu einem Haus gefolgt, nicht wahr? Natürlich. Dieser ist ihm bis direkt zum Hafen gefolgt. Lügen! Ihr könnt ja nicht mal euren eigenen Füßen folgen. Kann dieser wohl. Hier, Ramsa zeigt es euch. Oh je. Dieser zeichnet rasch eine Karte für euch. Und bitte, perfekt. Das ist schrecklich. Okay. Ich hab's gewusst. Also, das soll jetzt der Hafen darstellen, ja? Braucht ihr Hilfe? Ich schließe mich eurer Jagd an. Ja, dann komm mit. Warte mal, können wir noch mit dir reden? Ihr seid auf der Jagd, ja? Ich schließe mich euch an. Ihr geht vor. Ich werde meine Zeit nicht damit vergeuden, diese Sauerei von einer Karte lesen zu wollen. Ach, warum nicht? Das sieht doch lustig aus. Grob gezeichnete Karte benutzen. So, gehen wir erstmal hier raus. Moment, da müssen wir nochmal hoch. Also, die Frage ist jetzt nur, was das jetzt überhaupt alles genau sein soll. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Bereich eingezeichnet. Bin ich gerade mal legen. Wie können wir denn, wenn wir hier links rumgehen und dann rechts rum, kommen wir da aber auch hin? Ich würde sagen, dann machen wir das doch mal. Gehen wir hier erstmal runter. Ja. Sollte nicht wieder von oben runterspringen. Ja. Dann die Treppen. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier oben war oder ob das unten war. Anscheinend war es hier oben. Okay, na gut. Dann kann ich die Karte auch erstmal schließen. Hallöchen. Jemand zu Hause? Ihr seid wegen der Sache mit dem neuen Mond hier? Shirnama ist auf dem Dachboden. Vielen Dank. Wie komme ich da hin? Achso. Sie sollte hier sein. Lest den Zettel. Da ist nichts von Wert gerade. Ich möchte Basti jetzt auch nicht direkt verärgern, aber ich schau mal rein, wenn irgendwas... Oh, es tut mir leid, Basti, aber das ist wichtig.
So, Brief. Shirnama, ihr müsst bei eurer Anwerbung wählerisch werden, da wir unsere Präsenz in Shental ausweiten wollen. Oh, es tut mir leid, ich habe total was im Hals gerade. Da wir unsere Präsenz in Shental ausweiten, wollen uns immer mehr beitreten, um sich vor dem aufziehenden Sturm zu schützen. Doch wir brauchen kein schwaches, talentloses Gesindel. Ihr müsst nach Kriegern Ausschau halten. Die Untergrundarena Schwarz-Kiergo sollte sich dafür bestens eignen. Wählt nur die besten Krieger aus und ladet sie in unser Bollwerk ein. Enttäuscht mich nicht. Möge sich der neue Mond über uns alle erheben. Rakajin. Die Spur endet hier. Wanderin, seid ihr da oben? Nicht ich wollte gerade sagen, wo ist die denn? Was, wenn der Anwerber noch hier ist? Keine Sorge, Kleine. Ich beschütze euch vor dem großen, fiesen Kultisten. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich höre Stimmen. Habt ihr etwas gefunden? Ein Hinweis. Der Kult wirbt in einer Untergrundarena im Schwarz-Kiergo neue Mitglieder an. Ich kenne den Ort. Man erreicht ihn über den gesetzlosen Unterschlupf unter der Stadt. Doch man lässt nicht jeden in den Schwarz-Kiergo. Wenn ihr diesen Anwerber finden wollt, braucht ihr meine Hilfe. Was macht euch so sicher, dass man euch in den Schwarz-Kiergo lassen wird? Es ist ein Kampfring. Ich war 6 Jahre in Folge der örtliche Champion. Ich kann euch ohne jede Mühe da reinbringen. Geht vor, ich treffe euch dort. In Ordnung, ich treffe euch im gesetzlosen Unterschlupf. Dann lasst uns los. Nicht ihr. Schwarz-Kiergo ist kein Ort für Generalstöchter. Oh, in Ordnung. Ich gehe mit Saji zurück zum Refugium. Als Tochter von General Renmus ist es ein bisschen schwierig für mich, an einem Ort wie dem Schwarz-Kiergo nicht weiter aufzufallen. Ihr solltet mit Casca gehen. Saji und ich gehen zurück zum Refugium. Ja, wo ist Saji eigentlich? Ist der immer noch unten? Der Sack. Alle sind mitgekommen, nur er nicht, oder was? Also mit unten meine ich jetzt da in dem Keller. Ja, wo ist das Ding denn? Kann man noch nicht sehen. Was immer toll ist, wenn man irgendwo hinporten möchte und nicht sehen kann, wohin man porten soll, weil es nicht angezeigt wird. Moment, hier kommen wir durch. Hier kommen wir durch, aber da kommen wir nicht zum Ziel. Ah, das ist das, was ich so an Shental hasse. Dieses komplizierte Hin und Her hier. So, ich port einmal raus, damit ich überhaupt mal sehen kann, wo wir hin müssen. Und sehe, dass der hier drin ist. Ja, da habe ich mich dann ein wenig vertan. Ich habe jetzt gedacht, dass das darauf hindeutet, dass wir den Bereich wieder verlassen müssen. Ja, jetzt ist die Frage. Sollte hier irgendwo sein. Da. Ich habe nämlich leider das Zeichen nicht gesehen in dem Moment. So, dann müssen wir einmal hier links rum. Casca, die unbezwungene Visi lagt und hart. Dieser wusste, dass ihr eines Tages zurückkehrt. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Wir wollen nur rein, mehr nicht. Wir? Ah, ihr habt eine Freundin mitgebracht. Freunde von Casca sollten sich vorstellen. Warum wollt ihr in den Schwarz-Kiergo, Freundin von Casca? Seid ihr auf einen Kampf aus? Das hängt ganz davon ab. Wirbt der Orden des Neuen Mondes neue Mitglieder an? Ah, das ist also euer Ansatz. Eine solche Person könnte zugegen sein, ja. Aber die Arena ist grässlich voll. Er weiß nicht, ob er euch noch auf die Liste quetschen kann. Besteht irgendeine Möglichkeit, dass ihr mich hineinlasst? Nun, dieser würde auf jeden Fall ein Plätzchen für Casca die Unbezwungene finden. Es gibt viele, die sie gern wieder kämpfen sehen würden. Überzeugt Casca davon, hier zu kämpfen, und ihr dürft beide rein. Ein gutes Angebot, ja?
Ja, für euch vielleicht, für Casca wohl eher weniger. Das ist eine schlechte Idee. Kaum, dass ich einen Fuß in diese Arena gesetzt habe, werden sämtliche Kämpfer an mir kleben wie der Gestank an einem Nix-Ochsen. Sie alle wollen ihre Chance gegen Casca, die Unbezwungene. Es klingt nicht so, als hätten wir eine Wahl. Das bedeutet nicht, dass es mir gefallen muss. Na gut, ich werde kämpfen. Bleib dicht bei mir und versucht nicht zu sterben, ja? Ich möchte euren Leichnam nicht zurück ins Refugium zerren und dem Bärtigen erklären müssen, was vorgefallen ist. Dem Bärtigen. Ihr solltet Domasia eure Entscheidung mitteilen. Na schön, Moschusarsch, ich kämpfe. Ah, dieser hatte schon vermutet, dass ihr es euch noch anders überlegt. Ja. Okay, dann... Seeleute und Leckerchen, Bettler und Diebe, willkommen in der Schwarz-Kiergo-Arena! Dann los! Dann los! Erste in der Arena und bereit zum Töten! Ihr habt die geringste Chance von Glen Umbra! Bisschen schneller demnächst, Casca, ja? Für die Rotkrähen! Beeindruckend! Aber wollen wir mal sehen, wie ihr euch gegen die wilden Mäuse Hornen schlagt! Wir sind noch nicht fertig! Sie sind zu weit weg! Ein Lokal, die Rotzähne von Elsmeier! Das ist richtig, ihr seid nicht ebenbürtig. Muss ich auch noch hinlaufen. Das gefällt mir schon eher! Runde kommen die Champions unserer Arena! Domasir, der Tödliche! Und die Schurkische, die Rendar! Endlich eine Gelegenheit, Casca, die Unbezwungene zu besiegen! Domasir hat schon darauf. Kajitische Brunnen? Und so ist unser Kampf abgeschlossen! Kommt, Champions! Trefft Chirnama und erfahrt euer Schicksal! Wohin, Casca? Ich gehe schon mal vor. Das dauert noch ein bisschen. Da. Stärke, Können und Wildheit. Der Beweis eurer Kampfeskunst bedeckt heiß und rot die Wände der Arena. Doch es gibt mehr Gefahren als die Gegner in dieser Arena. Trotz all eurer Macht habt ihr keine Chance gegen die Drachen von Elsweyr. Worauf wollt ihr hinaus? Es ist gar nicht nötig, gegen die edlen Drachen zu kämpfen, die über uns alle herrschen wollen. Schwört ihnen die Treue und euch wird kein Leid geschehen. Tretet dem Orden des Neuen Mondes bei und euer Überleben ist garantiert. Meine Gefährtin und ich möchten dem Orden des Neuen Mondes beitreten. Hervorragend, hervorragend! Doch erst müsst ihr euch ebenfalls als würdig erweisen. Reist zum Tenmarwald und betretet unsere Festung. Ich habe den Standort auf eurer Karte markiert. Und nehmt diesen Anhänger. Damit weist ihr euch als neue Rekrutin unserer Sache aus. Ja, Casca, da. Sind wir drin? Wir sind drin.
Ich kenne die Lage der Festung des Kults in Tenmarwald. Gut, wir gehen rein, finden möglichst viel heraus und dann verschwinden wir wieder. Und wenn wir Glück haben, finden wir unterwegs Lahini. In Ordnung, machen wir uns zu der Festung des neuen Mondes auf. So, dann würde ich allerdings sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache, weil das riecht förmlich danach, dass das Ganze ein bisschen länger dauern wird. Und ich kann meine Stimme zwischendurch mal ein bisschen schonen, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe heute einen Hustenfall nach dem anderen. Und ja, ich werde einfach mal kurz und knapp sagen, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.